In Cochem wurde heute mit den Arbeiten für ein Jahrhundertprojekt gestartet, der Ausbau der K18, besser bekannt als Stadtwaldlinie. Um dieses Großprojekt haben sich Generationen von Stadträten in den vergangenen 30 Jahren die Köpfe heiß diskutiert. An diesem historischen Tag, dem Start der Bauarbeiten, ließen es sich Landrat Manfred Schnur, der Chef des LBM Bernd Corneli, VG-Bürgermeister Wolfgang Lamberts sowie Stadtchef Walter Schmitz es sich nicht nehmen, auf der Viktoriahöhe vorbeizuschauen. Bernd Corneli erklärt, wie die Arbeiten nun ablaufen werden. Ja, als Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz war die Stadtwaldlinie hier in Cochem natürlich eine besondere Herausforderung, auch für uns. Wir freuen uns, dass wir jetzt soweit sind, dass es losgehen kann. Heute erstmal mit Vorbereitenden arbeiten durch die Forstverwaltung mit Rodungen und anschließend starten dann die eigentlichen Bauarbeiten. Die Maßnahme setzt sich aus vielen Bestandteilen zusammen. Wir fangen mal unten an der Endertstraße, an der L88 an. Dort werden wir den Punkt der Einmündung rund 80 Meter Richtung Landkern verschieben und dann mit einer neuen Linksabbiegespur und einer neuen Brücke wird der Anbindungspunkt deutlich verbessert im Gegensatz zu jetzt. Dann kommen wir unten an die Veitschkehre, die ja derzeit sehr schlecht zu befahren ist. Die werden wir aufweiten. Die Kurve wird viel, viel besser befahrbar sein. Dann gehen wir an der bestehenden Straße entlang, etwas in den Hang, aber auch die besondere Herausforderung talseits mit neuen Bauwerken, die wir sozusagen in dem Hang verankern müssen. Und hinter mir sehen Sie diese unübersichtliche Kuppe im Verlauf der Stadtwaldlinie. Die wird 3 Meter tiefer gelegt künftig, sodass auch dieser Punkt sehr viel übersichtlicher wird. Und hier an der Viktoriahöhe bauen wir komplett den Einmündungsbereich um und werden auch die Situation für die Fußgänger deutlich verbessern. Wir freuen uns, dass es losgeht und wir denken, dass wir eine extreme Verbesserung sowohl der Benutzbarkeit als auch der Verkehrssicherheit hier im Stadtwald von Cochem künftig erzielen werden. Eine bedeutende und wichtige Maßnahme ist der Neubau der Stadtwaldlinie auch für den Landkreis Cochem-Zell, wie Landrat Manfred Schnur betont. Ich denke, heute ist ein großer Tag, denn mit dem heutigen Tag starten wir eine der größten Straßenbaumaßnahmen im Landkreis Cochem-Zell, ist sicherlich auch eine der bedeutenden und wichtigen Maßnahmen. Es ist eine Maßnahme, die wir mit weit über 11 Millionen Euro veranschlagt haben und natürlich auch von der finanziellen Seite eine große Herausforderung darstellt. Gott sei Dank war die Submission günstiger. Das gibt uns zumindest auch ein gewisses Sicherheitspolster. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich auch bedanken beim Land Rheinland-Pfalz, die diese Maßnahme anerkannt hat und mit 70% der gesamten Baumaßnahmen, der gesamten Kosten finanziert. Und ich denke, dass wir damit auch, wenn wir jetzt auch 3 Jahre den Menschen durch die Sperrung viel zumuten, aber dann eine zukunftsfähige Lösung für Cochem, aber auch für den ganzen Eifelbereich hier schaffen. Nach Meinung von Verbandsgemeindebürgermeister Wolfgang Lamberts wird mit dem Neubau der Stadtwaldlinie ein unhaltbarer Zustand abgeschafft. Ja, es ist heute ein ganz wichtiger Tag, ein langes Projekt. Über Jahrzehnte hat es uns begleitet, beginnt heute dann wirklich. Man hat schon fast nicht mehr dran geglaubt. Vor allem wird ein ja eigentlich unhaltbarer Zustand abgeschafft, ein unhaltbarer Zustand für die Bewohner der Innenstadt von Cochem, aber auch für die Bewohner der Höhengemeinden. Es ist ein ganz wichtiger Lückenschluss zwischen den verschiedenen Verkehrswegen. Das wird uns, glaube ich, auch voranbringen in der Erschließung, wenn dann diese Maßnahme jetzt umgesetzt ist. Aktuell werden wir dann in der Bauzeit 1 oder 2 Umwege in Kauf nehmen müssen, aber ich glaube, da werden die Menschen Verständnis für haben, dass das ganz wichtig ist. Ich bin froh, dass trotz der doch hohen Kosten für dieses Stück, dieser für den Kreis, für die Verbandsgemeinde, natürlich auch für die Stadt und für die Ortsgemeinden auf der Höhe, wichtige Lückenschluss jetzt wirklich umgesetzt werden kann. Wie lange das Großprojekt Stadtwaldlinie in den politischen Gremien behandelt wurde, erläutert Stadtbürgermeister Walter Schmitz. Als wir 1989 im Stadtrat den Beschluss fassten, die Stadtwaldlinie im Rahmen einer Komplettlösung auszubauen, waren sich alle Fraktionen einig, das muss kommen und es muss schnell kommen. Wir dachten tatsächlich, das wird in ein paar Jahren mit dem Baubeginn losgehen, aber es sind 31 Jahre vergangen, es wurde ordentlich geplant und jetzt bin ich froh, dass es für die Stadt Cochem nach vorne geht. Die Verkehrsführung in der Stadt wird derzeit nicht geändert. Es bleibt der Winterbetrieb, die Stadt bleibt geöffnet.
Das können wir uns leisten aufgrund des nicht vorhandenen, leider nicht vorhandenen touristischen Aufkommens. Aber wir werden mit Pollerlösungen arbeiten, sobald der Tourismus anwachsen wird. Wir werden versenkbare Poller haben, wie es zum Beispiel bei der Stadt Koblenz in vielen Bereichen der Fall ist, aber auch bei uns auf der Reichsburg. Und wir werden den Anwohnern Berechtigungen erteilen mittels elektronischer Chips, sodass sie bei Bedarf die Schranke für sich persönlich öffnen können. Eine Schranke wird stehen in der Pader-Martin-Straße. Eine bzw. zwei werden installiert werden müssen im Bereich Kellberger Straße, Jahnstraße, Oberbachstraße. Und eine Schrankenanlage wird es in der Märzschild geben. Hier können wir aufgrund der Energieversorgungsleitungen nicht in die Tiefe gehen mit einem Poller. Hier müssen wir mit einer Schranke, aber mit gleichem Prinzip arbeiten. Ich wünsche uns allen eine gute Bauzeit, wenig Probleme und vor allen Dingen viel Sicherheit auch für die Bauleute.